Na gut, dann gehen wir mal weiter hoch. Hier liegt noch was. So. Danke. Ist das ein Aufzug? Ja. Hey, zieh das Gitter runter. Na toll. Darf ich dir einen Rat geben? Guck nicht nach unten. Denk an die guten Seiten der guten Seiten. Ja, du läufst schneller. Du fühlst weniger Schmerz. Jedes schlechte Gefühl, feuchte Hände, Herzklopfen, alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Also, wenn du Angst hast, denk daran, dass dein Körper sich nur für das Kommen öffnet. Nur in der Schwäche für die wahre Stärke. Nur ein halbes Stündchen, aber noch circa. Boah. Wir sehen jetzt aber nicht den Boden, richtig? Hm. So kann man das nämlich auch machen. Höhe simuliert. Ich kann nicht rennen. Jetzt kann ich rennen. Ist das von der Prophetin? Ja. Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. Wie praktisch, dass es für Soldaten Ausnahmen gibt. Genau so ist es. Der war anscheinend hier im Bau befindlich, ne? Boah, ist das kalt. Hier können wir auch da hochklettern. Ja. Ne, hier ist nichts weiter. Gehen wir mal hoch. Nicht hier oben. Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Hef, komm mir nach. Fuck. Ganz langsam. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Mhm. Guck mal, hier ist ein Nest. Wird das Ding hier oft benutzt? Ja. Du lügst doch. Tu ich nicht. Ich meine, es ist nicht die beliebteste Route. Ach so? Oh mein Gott. Ist auch nicht die sicherste. Nicht nach unten. Ich sehe eh nichts hier unten. Ich warte noch auf die wahre Stärke. Kühl. Cool. Was? Ach, nichts. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Mein Gott, Lev. Jetzt? Ihr habt verkrampft gesehen. Geh einfach. Oh ja. Ah, nee, ich muss gucken, dass wir hier irgendwie Krams finden. Okay, sieht soweit gut aus. Geschafft! Na los! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht.
Wieso noch nicht? Lev, komm her, lass dich umarmen. Das wirst du gleich bestimmt nicht mehr wollen. Wieso? Wieso? Siehst du gleich. Okay, er geht da unten lang, richtig? Ich geh mal hier lang. Oh mein Gott. Warum mache ich das? Weil wir das haben wollen hier. Hallo, höher. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir irgendwas Irres Wahnwitziges machen. Ach du Scheiße, Lev! Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Ich sehe bloß das Ding da drüben. Darüber auf das wackelige Holz. Okay. Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Wow. Dann bricht das Holz, weißt du? Wie kommt es, dass du keine Angst hast? Komm mir nicht mit der Prophetin. Höhe macht mir keine Angst. Was dann? Der Ozean. Hunde. Ach du Scheiße. Alter. Boah, da kommst du dann auf einmal raus aus dem diesigen Wetter da und dann, ganz ehrlich, das sieht gerade sehr beeindruckend aus. Aber so richtig beeindruckend. Allein wegen der Zerstörung, die man hier sieht. Weiter raus muss der rauszoomen. Bluten wir aus dem Ohr? Tatsache. Wieso Folter? Das kommt noch besser. Guck mal, ich sehe schon gerade. Oh mein Gott. Fast geschafft. Scheiße. Hey, da! Da ist das Krankenhaus. Oh fuck! Oh fuck! Guck zu mir! Ich kann das nicht, Lev! Ich kann das nicht! Doch, du kannst! Oh, du kannst! Ich steuere dich. Komm schon, wahre Stärke. Ja, ja, ja. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Hm. Ah, sie tut mir etwas. Alter. Denn das ganze Wasser her. Okay, fast geschafft. Du schaffst das. Vorsicht. Vorsicht. Aber lass mal, Abby, mir würde es genauso gehen. Aber auch deswegen, weil nichts wäre, um richtig Sicherheit zu haben. Also, ich hätte mit Höhe so an sich kein Problem, wenn ich weiß, dass... Nein! Hals, der Abdruck zu sehen, das ist krass. Das ist Detail. Bereit?
Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. Nee, bei mir ist es so, ich brauche einfach nur irgendwo einen Fixpunkt, einen Halt. Also da, wo ich weiß, es ist sicher. Okay. Das reicht aus. Okay. Ich bin schon 30 Meter hohen Mast hochgeklettert. Das war sowas von... Bäh. Auch wenn eine Hebebühne oder so ist. Wenn die wackelt, oh, so drauf auf der Hebebühne oder eben halt auf dem Fernsehturm stehen und runtergucken oder im Flieger runtergucken. Oh, überhaupt kein Problem. Aber ich brauche was Festes unter den Füßen. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Guck mal, ein Pool. Ja, ein paar Bahnen schwimmen hier. Aha. Das war nicht so geplant. Ich hatte eher an Ressourcen oder so gedacht, aber nun gut. Ja, waren wieder ein paar Deutsche im Urlaub hier. Die Handtücher sind schon da. Oh. Oh. Mal an das Ding. Da hinten. Da müssen wir durch. Ich gucke mich erstmal hier um. Nee, hier ist zu weit. Kann man das kaputt machen? Okay. Der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Ja, an Gott. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Ich höre was. Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Ich habe was knattern gehört, ne? Nur mal so. Danke. Okay, also Füße habe ich hier keine gerade gesehen. Aber hier gibt's doch nichts. Oh. Das ist voll. So, jetzt können wir aber was bauen. Ja, komm. Und zwar brauchen wir dringend Medpacks. Und ein Upgrade können wir auch machen, sehe ich gerade. 47. So, der Baum ist durch, das geht noch nicht. Jagdpistolen, Munition könnten wir stellen. Na, dafür schieße ich mit den Dingern zu wenig. Schneller fertigen, weiß ich nicht. Nee, das ist mir, glaube ich, aktuell nicht wert. Weil einfach auch die Ressourcen fehlen. Was ist das hier? Da sind wir reingekommen, ne? Ja. Nee, sind wir nicht. Huch. Eine Kantine. Nada. Was haben wir hier noch Hübsches?
Halt, da war noch eine Schere. Jetzt haben sie den ganzen, das ganze Gebiet hier gerade übersprungen. Oh! Kostenloses WLAN für Hotelgäste. Oh, das muss ich mir merken. 121879. Ob das eine Relevanz hat? Ich schreibe mir mal kurz hier. Was war das? 121879. Hier ist bestimmt ein Safe und der hat das gleiche Kennwort. Das Kennwort ist wie der Wi-Fi. Code. Könnte ich mir gut vorstellen. Zumal das hier öfter dargestellt wird. Wir müssen unbedingt rausfinden, ob hier irgendwo eine Räumlichkeit ist. Mit einem Safe. Zum Beispiel, das ist der Treppenflur hier. Aber hier in dem Raum. So, ich bin mal so frei. 12. Ja, okay, ist der Code. 18? Ja. Das hat echt geklappt. Safe-Knacker. Warum? Warum ist das eine Trophäe gerade? Muss ich mir mal... Na toll. Ich will durch. Danke. So. Durch die Fahrstühle werden wir nicht kommen. Nee. Treppenflur. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Na toll. Nur eine Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Das Gebäude sollte geräumt werden. Victor und Irina sind tot. Avery und Marley werden vermisst und ich wurde gebissen. Das Nest war größer, als wir gedacht hatten. Ich wollte es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztendlich die Unfähigkeit der verdammten Fedora umbringt. Na toll. Haben wir eine Gasmaske? Sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Okay, hier gibt's eine Gasmaske. Zumindest hat er eine an. Oh oh. Sporen. Wir sind schon lange nicht mehr durch Sporen gelaufen. Okay, das ist zu weit nach unten. Wow, 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 wow. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Noch weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Na toll. Okay, Gasmaske. Gasmaske.
Scheint erstmal hier keiner zu sein, aber... Das ist eine Gasmaske, oder? Nee. Wahrscheinlich noch eine Etage nach oben, wa? Oder eine Etage nach unten. Nee, eine Etage nach unten ist nicht. Scheiße, hier ist alles verseucht. Shit. Einfach da oben bleiben, okay? Was da oben bleiben? Hier ist nichts. Das Ambiente, Mann. Die ganze Stimmung, ja, diese beklemmende Stimmung. Wie ist ganz genau, hier sind Sporen, hier sind haufenweise Viecher normalerweise. Könnten jederzeit irgendwie über dich herfallen. Nicht hoch. Ich werde verrückt. Was war das? Oh, hab ich wieder erschrocken. Aber es ist eine Maske, ne? Endlich. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Idiot. Hier ist da bestimmt eine Tante drin. Das ist nicht gut. Schon alles durchsucht worden. Noch mehr Tabletten, sehr gut. Im Automaten ist nichts drin. Da ist noch eine Maske. Pass auf, wenn wir die Maske haben und zurücklaufen müssen, ist hier voll die Schwemme. Deswegen gucke ich lieber vor, ja? Da jetzt nicht auch Spuren rein? Sieht gut aus. Okay, zurück zu Lev. Ist das der Schein von der Lampe gerade?
Ups. Oh, hier sind so viele. Alter. Okay, ich werde sterben. Ich hasse die, 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 ich hasse die. Lass mich doch einfach in Ruhe. Das Schlimme ist, man sieht sie halt nicht. Ich bin gerade erschrocken. Lass mich doch einfach in Ruhe. Einer ist noch. Bitte, 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 bitte. Das Schlimme ist, dass man die... schwer sieht. War's das? Ich hoffe, das war's.
Die hätte ich ja nur durchgemusst. Ich hab was für dich. Ja. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen das. Weg nach unten? Nein. Abby, wie wär's damit? Das heißt... Achso, okay. Ist das ein Löschloch? Lev, hol das da runter. Komme. Warum auch immer da? Naja, ist egal. Genau aus dem Grund. Ach, nicht zum Runterklettern. Runter. Sei vorsichtig. Komm schon. Da ist der Schlauch zu Ende. Oh. Was jetzt? Komm mir nach. Möge der Strom ruhig sein. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, da unten sind noch mehr von diesen Viechern. Oh. Nachladen. Können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Okay, wir brauchen noch Ressourcen. Toll. Das Schlimme ist, wie gesagt, man sieht die nicht. Okay. Viele Stockwerke müssen wir wohl noch runter. Keine Ahnung. Das ist ein großes Gebäude. Ja. Klicker. Das ist ein Klicker. Das Klicker. Oh.
Direkt hier hinter der Ecke. Oh, nee, ne? Ich meine, ich könnte ihn auch hierher locken. Vielleicht ist er ja auch so blöd und fällt runter. Wenn ich was zum Locken hätte. Ich probier's mal. Ich hab ja Hoffnung. Warte mal. Okay, der weiß sich zu verteidigen, der Junge. Gut, dass wir die Abkürzung genommen haben. Obwohl hier die ganzen Dämonen sind? Das war ein Witz, Lev. Oh. Okay, wir könnten den Fall wieder herholen. Was ist das? Danke, Pfeffer. Oh. Warte. Ich hasse das. So, wo ist er denn jetzt? Geht's hier nicht weiter für uns alle oder ist es jetzt nun Geheimnis gewesen? Es ist nun Geheimnis gewesen. Okay, was haben wir denn jetzt Hübsches? Das brauchen wir nicht machen. Das fehlt noch. Hier machen wir mal, das hat gut geholfen. Das. Und hier haben wir wieder 97. Eigentlich schnelle Bewegung und Bauchlage. Mehr Messer anfertigen. Inventarkapazität steigt. Medkits machen mehr Heilung. Ist sinnvoll. Schnelle Fertigung, stärkere Nahkampfwaffen, fertige, haltbarere, verbesserten. Die Haltbarkeit erhöht sich. Ach so, aber das sind nicht die Messer, ne? Das sind die Äxte und so weiter. Da, die kriegen dann eine Haltbarkeit mehr. Rohrbomben, höherer Sprengradius und mehr Bomben. Wobei die Messerkapazität wäre schon gut. Aber das hier ist auch nicht schlecht. Pass auf. Wir können aber noch was. Ach komm, jetzt hier. Rezept, Jagdpistolenmunition freigeschaltet. Ja. Jetzt könnten wir da mehr Munition produzieren. Theoretisch können wir aber nicht, weil, ne? Fehlen ein paar Sachen. So, wir können einmal Medkit produzieren. Das heißt, wir benutzen jetzt das Medkit. Ja. Und wir fertigen eins an. Und ich denke mal,
so sind wir ganz gut ausgestattet fürs nächste Mal. Ich mache hier an der Stelle Feierabend, denn es ist Montag, Arbeitstag und steht wieder eine Menge an. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke mal, das wird spannend beim nächsten Mal, weil wir hier noch durch das komplette Gebäude müssen. Ich glaube, wir sind in Stockwerk 17 oder so. Also wenn nicht gerade ein Wunder geschieht und wir nicht irgendwie mit einem Fahrstuhl nach unten kommen, steht uns hier noch einiges bevor. Gute Nacht, schlaft gut und bleibt gesund. Und wir sehen uns dann heute am Montag, am Abend wieder. Würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.